Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Gudrun von Gudrun bastelt. Ich habe wieder meine Katze dabei. Ja, die wird mich sicher gleich einmal kurz beißen und naja, sie wird beaufsichtigen, was ich hier tue. Kann auch sein, dass sie sich mitten auf den Arbeitsplatz legt. Wir werden das dann sehen. So, ich habe ja in den letzten Tagen irrsinnig viel Zeug ausgedruckt, mit Frischhaltefolie gebügelt. Die Technik seht ihr in dem Tutorial. Ich verlinke euch das nochmal. Und deswegen habe ich jetzt so unendlich viele Dinge, die ich eigentlich irgendwo verstauen möchte. Das heißt, diese ganzen kleinen Ephemera, ich zeige euch das mal kurz. Hier sind meine Paper Dolls jetzt drin. Hier seht ihr einen ganzen super riesen Stapel Teile von den Paper Dolls. Dann habe ich ausgedruckt solche Schilder. Die sind jetzt blanko, da ist jetzt nichts drauf. Und ich habe ausgedruckt solche kleinen Nummern und Buchstaben. Und das ist eine unendliche Vielzahl und Menge. So, jetzt habe ich das alles in dieser Schachtel. Ist ja schön und gut, aber irgendwie auch nicht wirklich praktisch. Ja, man sucht sich da dumm, dumm und deppert, bis man da drin etwas gefunden hat. So, dann habe ich mir überlegt, ich brauche eine Aufbewahrung für meine Ephemera, auch für Tags, für Taschen, für... Aua! Ich sollte nicht so rumfummeln, sagt sie. Genau, für Cluster, für solche Dinge. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, irgendjemand in der Junk Journal Deutsch Gruppe hatte diese Idee mit dem Karton und den Pappen, die man hineinstellen kann. Diese Idee habe ich aufgegriffen. So, und das zeige ich euch kurz. Ich schwinge das mal hier unten drunter. Ich hoffe, die Katze zerfleischt mich jetzt nicht. Sie schaut schon ganz böse. Und zwar, könnt ihr das überhaupt sehen, habe ich einen riesen Karton bekommen. Der ist von, der war von Amazon. Da drin war meine große grüne Schneidematte hier, diese. Und das war ein riesengroßer Karton mit genau diesem Format. So 30 mal 30 Zentimeter ist das ungefähr. Oder, ja, 25 mal 25, irgendwas. Ich kann das auch ausmessen, wenn ihr das genau wissen wollt. So, schauen wir mal. 26 mal 26 ist der. Genau, und der war halt genau so hoch, wie die Schneidematte halt breit ist. Das sind 85 Zentimeter, so hoch war das Teil. Und ich hatte das eine ganze Weile in der Garage stehen, wusste nicht, was fange ich jetzt mit diesem Karton an, war unschlüssig, habe überlegt, mach ich ein Regal draus oder also irgendwas wollte ich damit machen, wusste aber nicht genau was. Und als ich dann in der Facebook-Gruppe diesen Beitrag gesehen habe, ich verlinke euch das unten dann nochmal, als ich das gesehen habe, wusste ich plötzlich, was ich mit dem großen Karton machen will. Ich werde meinen Ephemera-Holder machen mit diesem Karton. Ich kann hier leider nicht mehr auszoomen, es ist zu dicht unter der Kamera. Auf jeden Fall habe ich nehme mal die Pappen raus. Moment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, okay. Ich habe diesen Karton, also auf der Außenseite mit Buchseiten beklebt, wie ihr seht. Also entsprechend abgeschnitten. Man sieht, nein, das ist gar keine Werbung. So, unten habe ich ihn nicht beklebt, weil da schaue ich ja nicht hin. Und die obere Kante habe ich mit einem Papierklebeband abgeklebt, damit man da die Wellpappe nicht so sieht. Dann habe ich, wenn das fertig war und die Katze natürlich erstmal drin gelegen ist, habe ich mich dann um die anderen Teile gekümmert, diese Pappen, die man da reinsteckt, wo dann die Ephemera drauf aufbewahrt werden können. Und da waren genügend Pappen dabei. Also jede Menge. Der Karton hat so viel hergegeben und man kann es natürlich jederzeit mit Pappen in dem Format wiederum ergänzen. Wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. Für 12 Stück hat es gereicht und ich kann es jederzeit ergänzen. So, ich stelle das wieder in den Karton rein, hier nebendran und zeige euch jetzt. Ach so, genau. Und was noch super praktisch ist an diesem Format, ist nämlich die Breite. Da kann ich nämlich super solche Klarsichthüllen auch dazu reinstecken. Hier habe ich eine ausgedruckt, das wird ein Alice Journal, habe ich schon ausgedruckt, passt perfekt da rein. Hier sind dann die Ausdrucke von Luise Heinzel, Ochkatzelschwurf und ein bisschen Ocean Eyes, da bin ich noch nicht fertig. Das ist halt auch schon mal alles auf Vorrat hier in meiner Kiste drin. Ich schiebe sie mal wieder so ein bisschen in die Ecke, so, dann könnt ihr das sehen. Und jetzt zeige ich euch mal kurz zwei dieser Pappen, die ich schon ausgestattet habe. So, und zwar hier haben wir die erste. Die habe ich als allererste gemacht. Da habe ich zuerst versucht, diese Klarsichttaschen aufzukleben auf den Karton direkt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die sind abgegangen, die haben sich unten gelöst, die Ephemera sind festgeklebt, das war gar nicht schön. Dann habe ich mir gedacht, okay, das soll nicht sein. Ich mache das alles auf einem
Papier, das mir vielleicht gar nicht so gut gefällt, das ich für nichts gebrauchen kann. Und ich nähe das auf. So, und so seht ihr dann, wie das aussieht, wenn das dann voll gefüllt ist. Hier habe ich noch ein Gummi drum gemacht für diese langen Teile, damit die nicht so abstehen. Ja, das ist also schon mal ziemlich voll gefüllt hier mit diversen Worten, Texten. Hier ist noch ein bisschen Steampunk übrig. Worte, Texte, Textschnipsel, ja, Sprüche, Zahlen, so eine Art Stempel oder Briefmarken, also ganz verschiedene Sachen. Und auf der Seite habe ich schon mal ein paar Tags, die habe ich mal schon mal angefertigt hier. Die sind auf der Rückseite noch weiß, die müssen natürlich noch weiter bearbeitet werden. Noch ein paar runde Elemente habe ich noch nicht ausgeschnitten. So ist also diese erste Pappe entstanden. Dann habe ich noch eine gemacht, ja, mit einem ganz fürchterlichen Papier vom Action. Nein, Moment, nicht vom Action, das ist vom Teddy. Das glänzt so ein bisschen, das Papier. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, ich glaube, man kann das sehen. Ne? Ich finde das ganz fürchterlich eigentlich. Es ist für nichts gut. Ich habe es nur gekauft, weil es günstig war. Gut, es sind auch zwei, drei schöne Papiere in diesem Kilopack. Das war so ein Kilopack, zeige ich euch gleich. Und hier habe ich halt schon mal ein paar Cluster reingesteckt. Die habe ich schon mal so vorbereitet aus einem Restpapier, ein bisschen Glitzerstein und naja, was halt so rumliegt. Ihr kennt das Spielchen ja. Auf der anderen Seite habe ich Briefmarken drin. Zum Beispiel hier, da haben wir ein paar Briefmarken. So, sind die verhakt? Was ist damit los? Komm raus. Achso, okay. So. Also da sind Briefmarken. Ich stecke mal dahin, dass sie nicht so verhaken. Genau, hier haben wir so verschiedene ja, Journalkarten, kann man auch zu Tags verarbeiten. Dann habe ich hier so Stempelgeschichten, habe ich ein bisschen Vintage gemacht, ein bisschen Distressed. Was haben wir noch? Da haben wir noch ein paar ausgedruckte Sachen. Hier habe ich ein paar Tags. Da habe ich teilweise schon Ösen reingemacht, mit meiner neuen Ösenzange ein bisschen rumgespielt. Ja, so sieht das dann aus. Und ich mache jetzt diese Seite mal leer, damit ihr sehen könnt, was da genau so drauf ist und wie das dann hier so aussieht. Und dann können wir ja schauen, wie wir einen neuen starten. Einfach einen neuen Anfang. Ich muss mal kurz am Handy wackeln. Das hat sich gerade wieder irgendwie ein bisschen bewegt. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist echt furchtbar manchmal. Es bleibt nie so, wie ich das gerne hätte. Gut, ich setze mich mal hin. Liebe Leute, ich mache das jetzt mal leer, damit ihr sehen könnt, wie das ausschaut. So, und ich tue das mal alles auf die Seite. Das kann man ja alles später wieder reinpacken. So, jetzt seht ihr schon, dass hier Briefumschlag ist. Und dass ich genäht habe, das seht ihr auch. So, jetzt ist es leer. Also, na gut, die andere Seite ist noch voll, aber das stört uns ja nicht. Wir brauchen also, Quatsch. Also, jede dieser Seiten besteht aus, also mindestens aus einem Papieruntergrund. Ja, das ist genau, also irgend so ein DIN A4 Papier, was euch nicht gefällt, was noch rumliegt, ist eigentlich nicht relativ egal. Es sollte ein bisschen stabil sein, also kein Kopierpapier, weil es ja aufgeklebt wird und weil es doch ein bisschen belastet wird. Und wenn man durchnäht, ist es auch besser, wenn das Papier etwas dicker ist. So, dann braucht ihr Briefumschläge im DIN-Langformat. Die hier haben kein Fenster, die hatte ich noch rumliegen, so von alten Weihnachtskarten, die ich sowieso nicht verschicke. Dann braucht ihr solche Klarsichthüllen, das, ich glaube Aktenhüllen nennt man die Dinger, aber ihr könnt auch Prospekthüllen nehmen, also Aktenhüllen sind die an zwei Seiten offen sind, Prospekthüllen, die sind die man abheften kann mit der Lochkante und die sind meistens nur an einer Seite offen. Das ist egal, was ihr dann nehmt, das ist eigentlich wirklich vollkommen wurscht. Ich nehme diese Aktenhüllen, weil ich die noch rumliegen habe, die sind teilweise ein bisschen verknickt und so, die sind einfach nicht mehr schön, aber ich nehme einfach mal die. Und ich mache immer zwei Streifen dahin, sodass man quasi zwei Taschen hintereinander hat. Man hat also hier in diesem Bereich schon vier Taschen. Also einmal hinter der ersten Folie, hinter der zweiten Folie, im Briefumschlag und hinter dem Briefumschlag. Und hier unten genau das gleiche nochmal. Ich befestige alles mit Nähen auf diesem Papier. Und wenn dann alles aufgenäht ist, dann klebe ich mit Teppichklebeband das Papier einfach auf die Pappe und fertig ist die ganze Angelegenheit. Und jetzt zeige ich euch noch kurz das Material, was ich verwendet habe und dann bauen wir mal eins zusammen. Das geht total schnell, ist wirklich eine ganz easy Geschichte und vielleicht ist das ja eine Idee für euch, für euer Ephemera.
So, Moment, die ist wieder da. Jetzt rappelt es ein bisschen, aber ich brauche so ein paar Klammern. So, also, wir brauchen Briefumschläge. Die sind jetzt ohne Fenster, die sind lang, stinknormal, also ohne irgendwelches Shishi. Pro Seite einer solchen Pappe zwei Umschläge, aber das ist euch natürlich auch komplett selbst überlassen. Ihr könnt natürlich auch Taschen aus alten Buchseiten falten oder so. Das kommt vielleicht bei mir auch noch, aber momentan nehme ich das, was rumliegt, und das liegt jetzt gerade rum. So, das nächste ist also hier, ich habe hier beim Teddy mal so ein Kilo Papier gekauft. Davon sind ein paar Blätter sehr schön, wenn ihr das jetzt hier sehen könnt. Ich hoffe, das spiegelt nicht allzu sehr. Diese Watercolor-Blätter sind sehr schön, wenn sie auch einen leichten Glanz haben, sie sind dennoch sehr schön. Das hier ist sehr schön und die anderen sind so, naja, naja. Und deswegen habe ich mich entschieden, dieses hier mit den Ananas, das mag ich gar nicht, weder von den Farben noch vom Design her. Das verwende ich jetzt einfach als Hintergrund für meine Ephemera. Und wenn es weg ist, dann ist es weg und dann nehme ich das nächste, was mir nicht gefällt. Und dann ist es gut verwendet, denke ich. So, also das braucht ihr. So, und davon habe ich hier auch schon einiges vorbereitet. So, das liegt schon mal hier. Ganz viele, schaut, ganz viele habe ich schon vorbereitet. Genau, diese Pappen, die sind eigentlich, das sind die A4, aber meine Kartonunterseite, ich nehme jetzt mal einen, den wir kleben, der ist ein bisschen kürzer als A4, das würde sonst oben rüber stehen. Könnte man machen, aber ich finde das jetzt nicht schön, deswegen habe ich die ein bisschen abgeschnitten und habe schon mal zwei vorbereitet für vorne und hinten. Denn vorne und hinten machen wir jetzt natürlich, das ist ja klar. Ich lege das einfach mal hier drauf, damit ihr euch so ein Bild machen könnt von der ganzen Angelegenheit, wie das dann aussieht. Wir machen so Schichten. Wir bauen das im Schichtbetrieb, Schichtbaukasten. Keine Ahnung, seht ihr mich eigentlich überhaupt? Ich habe das gar nicht mehr kontrolliert, seit ich sitze. Naja, irgendwie wird es schon gehen. Ich glaube ja. Ich glaube, ihr seht mich. Okay. So, also wir haben dieses Papier. Wir haben das ein bisschen abgeschnitten. Ob das jetzt gerade geschnitten ist oder nicht, oder ob du das lieber abreißt, das ist völlig egal. Dann braucht ihr diese Aktenhüllen. Das sind so ganz normale Standarddinger. Ich habe schon eine, habe ich schon irgendwo angefangen zu malträtieren. Die nehme ich jetzt natürlich. Da habe ich schon was abgeschnitten, wie man sieht. So, ist doppelt. Und davon schneide ich mir jetzt erstmal wieder so einen Streifen ab. Und der Streifen, zeige ich euch auch, nehme den Umschlag, knicke diesen Flap nach hinten. Das kann man jetzt festkleben, wenn man will. Ich habe das jetzt einfach so gelassen, und ich glaube, das ist nicht wirklich notwendig, das festzukleben, denke ich. Vielleicht überlege ich es mir irgendwann noch anders. Das legt man dann relativ weit unten hin. Der Briefumschlag ist ein bisschen breiter als das A4-Blatt, aber das macht nichts. So, und das Kunststoffteil, was wir jetzt abschneiden, das sollte ungefähr bis zur Spitze der Öffnung hingehen und nicht allzu weit drüber hinaus, weil man sonst natürlich nicht mehr drankommt. So, also ich schneide es ungefähr so ab, dass es bis hier hingeht. Das sind so 4 cm, 5 cm, 4 bis 5 cm, irgendwie sowas. Dann schneide ich jetzt einfach frei Schnauze ab. Da mache ich mir jetzt gar keinen großen Kopf. Ja. So, gut. Und dann lege ich mir das da auch drauf. Passt so ungefähr. Ah, das sieht gut aus. Und da mir das jetzt so gefällt, nehme ich jetzt meine Nähklammern. Ihr könnt aber beliebige Klammern nehmen. Ihr könnt also ja auch diese Bulldog Clamps nehmen, die sind auch super geeignet dafür, also ihr könnt es machen. Wie auch immer, kein Thema. So, next. So, dann machen wir den nächsten, machen wir dann dahin. Ich mache das nicht nach ganz oben, weil manche Ephemera ja höher sind und dann nach oben hin noch ein bisschen Platz haben können. Auf diese Art. Ich demonstriere das mal kurz mit irgendwas. Was habe ich denn? Was habe ich denn, was höher ist? Ach, verflixt. Ich weiß es auch nicht. Ach, wir nehmen mal so eine Feder zum Beispiel. Eine Feder könnte ich da ja auch mal rein applizieren. Und wenn ich die jetzt da irgendwo hinstecke, zum Beispiel da rein. Ja, wenn das mal gehen würde, so. So, dann würde die ja oben noch rausstehen. Und wenn der Briefumschlag jetzt ganz oben ist, dann steht die ganz oben raus und das ist natürlich nicht so schön. Und da würde sie auch schneller kaputt gehen. So, dann wisst ihr jetzt auch schon mal Bescheid. Ich habe natürlich gleich wieder eine Feder runtergeworfen. Ist ja völlig klar. Ach, Gudrun, schrecklich. Gut, also ich setze weiter unten an.
hier, dass ich hier noch in die hintere Tasche komme, hinter den Umschlag. Nehme wieder meine Kunststofffolie, schneide mir wieder hier einfach so per Augenmaß jetzt wieder so einen Streifen runter. Es ist völlig egal, ob das ein bisschen schief ist oder so, das macht gar nichts. Und dann lege ich mir das drauf, ist auch völlig egal, wo die offene und wo die geschlossene Seite ist. Ich glaube, das haut so ganz gut hin. So, und dann mache ich mir wieder so einen Clip da drauf, damit das da hält und nicht mehr verrutscht, weil das wird ja nachher genäht. So, machen wir gleich noch die zweite Seite, damit sich das Nähen dann auch lohnt. So, habe ich noch einen, habe ich auch schon vorbereitet, wie ihr seht. So, vielleicht machen wir das ein bisschen anders, ich weiß es noch nicht. Muss mal überlegen. Also nach unten ist es eigentlich immer ganz schön, wenn da so eine Tasche ist. Vielleicht machen wir die ein bisschen höher mal hin und machen den Streifen hier ein bisschen tiefer. So, könnte man auch mal machen. Gut. Okay. So, und dann, was machen wir noch? Vielleicht wollen wir oben gar keine Briefumschläge mehr haben bei diesem, sondern einfach nur zwei Taschen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Schneiden wir uns einfach mal zwei ab. So wie bei einem Briefmarkenalbum, da hat man ja auch mehr so Klarsichthüllen und weniger so, haben wir davon zwei. Genau, dann machen wir eine hier hin. Ja, oder? Ja, so ist doch gut, oder? Was sagt ihr? Passt. Das passt gut. Dann machen wir ganz oben machen wir noch eine Tasche hin. So, oder? Ja, ich finde das gut. So, jetzt fehlt mir natürlich da wieder ein Clip, aber dann nehme ich jetzt einen von denen. Die habe ich immer griffbereit. Irgendwann zeige ich euch mal meinen Bastelaufbau hier in meinem Bastelzimmer. Beeindruckend ist es nicht, aber es, das kennt ihr. Alle Dinge, die man immer braucht, die sind natürlich so im Umkreis und ja, alle anderen Sachen, ja, die sind halt woanders. So, und jetzt gehe ich an die Nähmaschine, mache eine kleine Pause, bin gleich wieder da. So, ihr Lieben, dann bin ich wieder zurück von der Nähmaschine. Ich habe mal kurz alles rumgenäht. Hab nicht drauf geschaut, was da jetzt für ein Garn drin war. Das ist das bunte Overlock-Garn vom Teddy. Das funktioniert übrigens super. Es ist ein ganz ein tolles Garn. Gut, die Unterfadenspannung, die Oberfadenspannung ist etwas zu lose, das gebe ich zu, aber das ist jetzt nicht so wichtig für dieses Projekt. Ja, und zwar habe ich einfach hier so schön rumgenäht. Das ist die mit den zwei Umschlägen und den Pockets. Also man kann hier was reinstecken, man kann hier etwas reinstecken. Man hat hier vorne zwei Pockets hintereinander und hier genau das gleiche nochmal. Die Seite ist damit komplett fertig. Hier habe ich noch mir ausgedacht, dass ich dieses hier, das ist ja unten schon geschlossen, das war ja diese verschweißte Kante, dass ich das unten nicht mehr annähe, sondern offen lasse, sodass man ganz lange Sachen reinstecken kann, die dann nicht umknicken. Also ich nehme jetzt mal, das hier. Das ist so ein Fehldruck mit den roten Streifen, aber sieht trotzdem witzig aus. Wenn ich das jetzt da aufheben wollen würde und würde es so reinstecken, dann würde das dann vielleicht so umknicken. So, ihr versteht, was ich meine, ja. Und wenn ich das jetzt einfach hinter diesen Streifen schiebe und dann erst in diese Pocket unten, dann passiert das Ganze eben nicht. Das kann jetzt nicht so umknicken nach vorne. Habe ich mir so gedacht. Mal schauen, ob sich das so bewährt. Tun wir das wieder weg. So. So, jetzt müssen wir das Ganze noch auf die Pappe applizieren. Das machen wir mit doppelseitigem Teppichklebeband. Die Fäden lasse ich hängen, das finde ich ganz witzig. Hier habe ich noch so eine alte Rolle, so ein schmales Teppichklebeband. Das einfache Klebeband hier vom Action oder so, dieses schmale, dieses doppelseitige, durchsichtige, das funktioniert nicht. Das hält nicht auf diesem rauen Karton. Das kann ich euch gleich sagen, das habe ich nämlich schon versucht. Teppichklebeband schaut allerdings recht gelb aus, also es schaut überhaupt nicht schön aus, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich egal, wie das ausschaut, denn das Ganze soll ja praktisch sein. Wo ist meine alte Schere? Hier, das ist eine ganz alte Kinderschere, damit schneide ich das Teppichklebeband ab, weil das immer so schön verklebt. Ich muss das mal wegstellen, ich kann so nicht arbeiten. So, besser. Okay,
Also wir kleben einfach hier rundherum dieses Teppichklebeband auf. Boah, es klebt schon wieder irrsinnig an der Schere. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das Zeug klebt wirklich wie Hulle oder wie sagt man? Wie Bolle? Nein. Ich weiß nicht. Es klebt auf jeden Fall extrem. Kann ich den Faden schon wieder nicht mehr unten raus? Ach, macht aber nichts. Ist egal. Also oben auch noch eins hin. Ein Stück so. Könnte wahrscheinlich auch einen Cutter nehmen, aber mein Gott, ja. Mein Gott, ja, man könnte so vieles, wenn man wollte. In der Mitte mache ich auch noch ein Stück, damit sich das nicht wölben kann. So, dann nehme ich mein Falzbein. Ich habe so ein altes Holzfalzbein, das liebe ich. Das ist schon so ganz abgegriffen und weich. Und damit presse ich das nochmal gerade über diesen genähten Stellen an. Nur wo man das richtig fest anpresst, da klebt das auch richtig gut. Ne? Alte Teppichlegerweisheit. So, ich habe tatsächlich schon mal, ich habe mal in der Wohnung gewohnt vor langer Zeit. Da waren im Wohnzimmer gelbe und braune Teppichfliesen verlegt in so einem Schachbrettmuster. Das war grauenhaft. Und das musste alles raus. So, weil das fand ich, also ich fand es grauslig. Es hat furchtbar ausgeschaut. Und diese Teppichfliesen waren mit Teppichklebeband verlegt auf einen Linoleumboden. Das war die Hölle, das kann ich euch sagen. So, jetzt habe ich nur mal oben abgezogen. Dann kann ich besser positionieren. Kann ich unten nämlich positionieren und dann oben einfach runterlassen und dann sitzt das. So, dann presse ich es oben an. Klappe ich das wieder hoch und ziehe das weg. Wir haben wir die Mitte noch. Das hätte ich vielleicht auch vorher schon machen können, aber habe ich natürlich mal wieder nicht bedacht. Ach Mädel, manchmal kannst du auch mitdenken, das wäre auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall war das die Hölle, diese Teppichfliesen aus der Wohnung rauszukriegen. Also ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, es war Wahnsinn. So, das weiß ich also, dass das saumäßig gut klebt. So, jetzt haben wir die erste Seite schon drauf. Machen wir gleich noch die zweite drauf. Und dann können wir unsere Taschen schon mit Ephemera bestücken. Seite. Ja, damit. So, das ist die zweite. Ne? Machen wir wieder das Teppichklebeband. Fäden weg. Die sollen ja eigentlich draußen bleiben. Die finde ich ganz hübsch, wenn die so, wenn die so da draußen rumhängen. Kann ja auch später noch wegschneiden, wenn sie dann irgendwann stören sollten beim Arbeiten damit, kann man sie ja wegschneiden auch noch, das ist ja kein Problem. Oh Gott, also das Zeug, das klebt jetzt schon wieder an der Schere, das ist unfassbar. Das ist echt unfassbar, das Zeug. So, da auch noch drüber. Die Katze hat inzwischen tatsächlich den Basteltisch verlassen. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt hingegangen ist. Ich bin direkt verwundert. Aber ich fürchte auch, dass sie sich jetzt immer stärker zurückzieht langsam. Weil wie gesagt, sie ist schon alt und sie ist nicht nur einfach alt, sondern sie ist auch krank. Das heißt, dass sie mir wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig lange beim Basteln Gesellschaft leisten kann. Da graut es mir jetzt schon ein bisschen davor, auch wenn sie mich manchmal so stört beim Basteln. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass sie dann irgendwann nicht mehr da ist. Aber das wird natürlich passieren, das ist klar. Ich habe schon viele Haustiere kommen und gehen sehen. Natürlich, wir Menschen werden halt älter, so unsere Haustiere. Was die Sache aber nicht leichter macht. So, was ist das für ein Futzel, der da oben absteht? Das geht natürlich nicht. Ach Gott, ist die Schere komplett verklebt. Jetzt muss ich dann sowieso aufhören mit der ganzen Kleberei hier, mit Klebeband. Die Teppichklebeband ist ja furchtbar. So.
So, okay. Diesmal machen wir es schlauer. Wir machen das mittlere auch gleich weg. So, machen wir das. Nochmal schauen, ob das Ding auch richtig rumliegt. Jawohl. Okay. Und das mit den zwei Briefumschlägen. Achte drauf. Einigermaßen in die Mitte. Und fertig. Hochklappen. Rest abziehen. Rest abziehen. Noch das abziehen unten. Gut andrücken die ganze Sache. Und schon ist es fertig. Jetzt können wir da unsere Ephemera reinpacken. Also ich stelle mal wieder die Kiste hier unten drunter. Das ist unsere neue Pappe. Die können wir dann einsortieren. So, und fertig. Moment, ich stelle mal das nach hinten. Oder wisst ihr was? Das machen wir noch zusammen, oder? Wir sortieren jetzt noch was ein. Ja, natürlich. Ha, das machen wir. In die neue Schachtel sortieren wir jetzt gleich was ein. Vielleicht hier etwas von Luises Ephemera. Wie wäre es damit? Genau, die fallen nämlich sowieso da immer raus, diese kleinen Sachen. Die ganzen kleinen Sachen, die großen bleiben einfach mal drin. So, was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, ich möchte... Huch, ich bin ja auf der falschen Pappe hier. Das ist jetzt gar nicht die neu genäht. Ich wollte doch die neu genäht. Diese hier. Mein Gott. Also wirklich, manchmal weiß ich wirklich nicht, was mit mir los ist. Okay. So was kann man zum Beispiel da reinschieben. Oder das hier. Das sieht auch hübsch aus, gell? Oder machen wir das da unten hin? Was dahin vielleicht? So. Na, ich weiß auch nicht. Was meint ihr? Dann haben wir zum Beispiel diese Knöpfe. Na, Knöpfe, die können wir ja mal da reinschieben. Da habe ich schon Löcher ausgestanzt aus den Knöpfen. Dann haben wir auch noch diese Worte. Das ist so ein halber Knopf. Ich weiß gar nicht, warum der halb ist. Aber gut, ist ja auch egal. So. Dann haben wir dieses hier. Curiosities. So. Da haben wir nochmal die Notes. Können wir auch dahinter schieben. So. Dann haben wir diese super mega süßen Häschen hier. Sind ja unfassbar niedlich. Habe ich in zwei Größen ausgedruckt. Ist das nicht schön? Ich finde es so süß. Ja, hier haben wir dann noch so whatever. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, für was ich das verwende. Eigentlich für Büroklammern, glaube ich. Dann haben wir diese Taschen hier, so Ecktaschen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles unterbringe auf der einen Seite. Aber ich habe ja zwei Seiten. Das kann man ja auf zwei Seiten packen. Das ist ja kein Problem. So. Das können wir auch dahinter stecken. Dann haben wir hier diese Taschen. Die kommen jetzt mal in den Umschlag rein. Ist jetzt alles auf verschiedene Ebenen gesteckt. Ja? Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Wahrscheinlich sieht man das gar nicht so. Ne? Aber hier ist noch kleineres. Ach, guck mal, sogar in drei Größen habe ich das. Ist ja süß. Und hier sind nochmal Taschen. Das sind nochmal so Taschen, die könnte ich jetzt auch ganz dahinter stecken hier. Oh, das Häschen, lass mal rausgucken. Das ist ja so süß. Okay, dann haben wir hier nochmal so kleine Ephemera Tags. Das sind Tags. Die schieben wir jetzt auch mal dahin. Da ist noch ein Knopf. Hoppala, hoppala, Knöpfle. So, Knöpfle da rein. Und noch mehr Tags und noch mehr Tags und noch viel mehr Tags. Ich habe hier unendlich viel. Ja gut, ich bin hier ein bisschen ausgerastet. Die habe ich alle doppelt schon gebügelt auf ein schönes Hintergrundpapier. Ja, ich bin etwas... Dabei bin ich wirklich etwas eskaliert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Karten hier, die sind ja auch so niedlich. Ja, also ihr habt ja wahrscheinlich sowieso alle auf dieses Set, denke ich. Wahrscheinlich hat das jeder gekauft, weil es einfach zu süß ist. Das ist so zuckersüß. Und dann habe ich noch diese Giant Tags. Genau.
Da bin ich jetzt noch nicht schlüssig, ob ich die da überhaupt so verwende. Wisst ihr was? Ich habe noch eine Idee. Also, das ist fertig. Das kommt jetzt. Das sind jetzt alle meine Ephemera von dem Set von Luise drin. Alle. Tut er komplett auf einer Seite. Kommt jetzt hier in meine Halterung rein und passt sich da wunderbar an. Und genau, das Papier habe ich dann gleich daneben. Das gleiche mache ich dann noch mit dem Alice-Papier, mit den Alice-Ephemera. Wisst ihr was, was ich jetzt noch toll finden würde, wenn wir jetzt einfach gemeinsam noch ein bisschen mit den Paper Dolls und den Zahlen spielen? Was haltet ihr davon? Einfach so ein bisschen rumspielen, oder? Hier haben wir mal Kleber. Ein Kleber schneiden brauchen wir ja nichts mehr, denke ich. Oder glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wo meine Pinzettenschere irgendwie hin ist. Die ist irgendwie verschwunden. Ja, so, Kleber haben wir auch noch. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Okay, lasst uns ein bisschen spielen, oder? Lasst uns spielen, Leute. So, wir könnten zum Beispiel, wir fangen einfach mal oben an. Wir hatten hier so Füße. Aber die sind eigentlich zu hell, gell? Die müssten auf einen dunkleren Untergrund. Das ist nicht so gut. Wie wäre es denn mit dieser... Ich lege einfach mal ein paar Sachen hier rundherum. Zeigt doch mal drauf, wenn ihr meint, das wäre eine gute Kombination. Was können wir denn nehmen? Wir können diese Birne hier als Kopf nehmen zum Beispiel. Was haltet ihr davon? Das wäre doch mal was, oder? Eine Birne als Kopf und wir könnten das als Körper nehmen. Was haben wir denn noch hier alles? Oh Gott, noch eine Birne, noch eine Zahl und Flügel. Brauchen wir Flügel? Nein, das ist too much. Die sind zu groß. Die sind da zu groß. So ein Tab? Nein. Blume? Weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Da könnte man natürlich noch, wir können das auch so rum als Kopf hinmachen und da oben noch ein Blatt dran kleben. Ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Oder man macht da, ich weiß nicht. Was machen wir denn mal? Das ist noch eine Birne, noch eine. Mal gucken, wie viele Birnen sind denn da dabei? Luise, was hast du denn da gemacht? Die Tassen sind auch dabei. Ich sag's euch, Leute, ich habe so viel Krempel auch ausgeschnitten. Also eins machen wir auf jeden Fall hier mit dem Kopf, würde ich mal sagen. Das ist einfach so hübsch. Das finde ich so süß mit dem Kopf. Das finde ich echt so niedlich. Und da könnte ja auch ein Schmetterlingsflügel sein, oder? Sind die jetzt so rum oder sind die andersrum? Ich glaube, die sind andersrum, ne? Oder? Was sagt ihr? Sind die so oder anders? Ach, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es niedlich. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Körper. Was könnte denn der Körper dieser Lady sein? Ein Musikinstrument? Könnte man natürlich immer nehmen, aber könnte auch so eine Kugel sein. Ach Gott, Leute, ich weiß auch nicht. Man könnte auch hier so Arme hinlegen, ne? So einfach so, so. Das sind die Arme. Das ist jetzt alles nur Blödsinn, ne? Das ist eh klar, oder? Das wisst ihr. Das ist alles nur Quatsch. So, dann könnte man das machen. Und man könnte natürlich unten noch Füße hinmachen. So, ja, könnte man auch. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. So. Oh, ich weiß auch nicht, Leute. So, nein. Nein, das ist nichts gut. Nichts gut. Nichts gut. Hier sind schöne Pilze, ne? Die würden natürlich gut zu dem Set passen. Denn das eigentlich? Das ist nicht irgendwie, das ist eine Kappe mit Federn. Nee, das will ich jetzt nicht. Das ist ein Pokal. Pokal könnte auch eine Mütze sein oder ein Hut oder sowas. Ne? Ja, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was wir jetzt machen. Ich verteile mal noch ein paar von den Dingern hier. Ich weiß nicht, ob ihr alle so die Videos angeguckt habt, wo Luise damit spielt. Aber ja, das ist ja eigentlich auch ganz süß, ne? Dieses Ballettfüßchen hier. Puh, ich sag's euch, es ist schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig. Aber das wäre auch cool. Die Füße da. Das passt sogar, schaut mal. Das passt gut, finde ich. Das könnte ein Kragen sein. Das passt ganz gut, ja. Das passt wirklich gut. Dann könnten wir vielleicht einen Pinsel als Arm machen.
den Oktopus als Kopf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, ihr haltet mich für irre, oder? Das sind die Augen. Schaut mal, so. Das könnten die Augen sein. Das könnten die Augen sein, ja. Schaut ganz seltsam aus. Aber wir brauchen noch einen zweiten Arm. Einen zweiten Arm brauchen wir noch. Es könnte aber auch die Gurke der zweite Arm sein, oder? Nee, das ist blöd. Das ist ein bisschen doof. Die Gurke nehmen wir lieber nicht als zweiten Arm. Ein Bogen vielleicht. Das ist ein Pinsel. Hätte ich denn vielleicht noch einen Pinsel oder sowas ähnliches? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich hätte auch ein Blümchen, das könnte man noch da unten hinsetzen. So. Ich weiß gar nicht, ob das für euch überhaupt interessant ist, aber dieses Paper Doll Set, oder beziehungsweise es sind ja 5 Sets, die sind einfach krass grandios, wirklich. Ich finde die super grandios, weil man damit so klasse spielen kann. Also eine Sache ist allerdings dabei, es ist mir aufgefallen, es sind relativ wenig Füße dabei. Ja, ich glaube, da muss ich mir mal noch ein paar Füße anschaffen. Ja, Füße. Nee, die kann jetzt auch noch einen Hut kriegen zum Beispiel. So, das könnte vielleicht das hier, könnte der zweite Arm sein, oder? So was hier. So, kann man das noch so hinkleben? Irgendwas mit Augen wäre auch nicht verkehrt. Also, Also wenn wir jetzt so einzelne Augen irgendwie, ich weiß, dass welche dabei sind. Ich weiß nur nicht, wo sie sind. Das ist das Problem. So, dann könnte natürlich, der könnte natürlich eine Kaffeetasse kriegen. Ne? So, also das finde ich jetzt schon mal gar nicht übel. Das sieht echt ein bisschen verrückt aus. Aber das machen wir mal nicht mit der Birne. Das ist ein bisschen zu komisch. Aber wir könnten den nehmen hier. So. Und wir nehmen schon das als Kappe. Das machen wir auf jeden Fall. Aber ich brauche noch irgendwas anderes. Das ist einfach noch nicht fertig. Wir könnten diese Augen noch nehmen hier. Diese Augen. So, wie wäre es mit denen? Ah ja, ich glaube, das ist besser. Das ist auch cool hier, dieser Fisch. Grandios. Ja. Man kann natürlich jetzt da so Flügel hinmachen oder sowas, statt der Arme. Oder ich mache tatsächlich einfach ein paar Arme hin. Ich habe doch irgendwo noch mehr Arme, da waren noch mehr. Also Leute, ich blicke jetzt nicht mehr durch. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Ach, Seepferd, na, das ist jetzt auch kein guter Arm, oder? Oder wir machen auf der anderen Seite einen Löffel hin. Na, ich weiß nicht. Das ist jetzt auch nicht so gut. Aber das könnte vielleicht diese Vase sein, wenn wir die Vase mal andersrum drehen. So. Wäre das auch nicht so schlecht, oder? Gefällt mir jetzt auch ganz gut. So, aber was nehmen wir da als Füße? Da sind einfach zu wenig Füße dabei. Ah, da sind noch Füße. Schau mal hier, wie wäre es denn mit denen? Wenn wir die da unten drunter machen, dann ist es nicht so, aber das ist nicht bunt genug. Ja? Da fehlt jetzt irgendwie noch so ein Clash, so richtig so ein Farbding, finde ich. Da fehlt irgendwie noch Farbe. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, das ist ja auch nichts. Es ist wirklich witzig, was da alles dabei ist. Es macht irre Spaß, damit zu spielen. Aber ich finde jetzt nicht das richtige Teil. Nee. Ach, verflixt, Leute, es ist echt nicht leicht. Da könnte man. Nein, das ist auch nichts. Eine Hobel? Nein, ein Schmetterling. Auch nicht. Das wäre auch ein witziger Kopf, statt dem so einen da oben drauf zu machen. Das wäre auch witzig.
So, ich den dahin mache. Und dann oben drauf kriegt er dann noch irgendwie eine Orange auf den Kopf. So. Ja, genau, der kriegt eine Orange auf den Kopf, aber es fehlt hier an der Seite irgendwie noch was, was diese. Und es fehlt immer noch ein zweiter Arm. Außer man sagen, wir sagen einfach, diese Figur hat nur einen Arm. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Einfach das so zu beschließen, dass sie nur einen Arm hat. Oder man nimmt etwas anderes als Arm. Aber ich weiß nicht was. Ach Leute. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Das ist ein Auto. Ich stapel das jetzt hier alles auf. Ich weiß nicht mal, ob ihr das alles sehen könnt, was ich hier so rundherum aufstaple. Aber das muss ich dann alles wieder wegräumen. Ja. So. Da ist noch eine Hand. Da wäre noch eine Hand. Wir könnten diese eine Hand nehmen und dazu packen. Oder aber, was auch witzig wäre, statt Arm so ein sowas. Das wäre dann auch ein Arm. Das kleben wir einfach da drunter. Das ist ein Arm. Und das andere ist halt so eine Hand. Und das mache ich halt noch weg von dem Rock. Das reiße ich weg. Also so gefallen mir die jetzt, glaube ich, schon ganz gut. Ich packe mal alles andere wieder weg. Na, meine Katze ist wieder aufgetaucht, aber sie sitzt unter dem Tisch. Ich bin gespannt, ob sie mir gleich raufspringt hier und alles durcheinander bringt. Wir werden sehen. Vielleicht schaffe ich es zu kleben, bevor das passiert. Sie schaut mich so auffordernd an. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder drauf. Ich gehe ihr etwas zum Schlecken. Dann ist es vielleicht. Dann ist sie vielleicht ein kleines Weilchen beschäftigt. So, also aufräumen sieht ein bisschen langweilig aus. Ich weiß, ich will nur ein bisschen Platz schaffen, damit ihr besser diesen Eindruck jetzt bekommt von den drei Figuren, die ich gemacht habe. Das passt jetzt wiederum überhaupt nicht mehr zum Urkatzelschwurf, glaube ich. Aber vielleicht doch, ich weiß noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Und diese Tags kann ich mir ja jederzeit wieder neu ausdrucken. Das ist ja auch ein Thema. So. Okay, dann haben wir jetzt diese drei wunderbaren Kreationen hier geschaffen. Ich finde die gar nicht übel. Und jetzt müssen wir natürlich von unten ausgehend, müssen wir die natürlich jetzt festkleben. Das heißt, komm raus. Das will nicht rauskommen, das ist nicht gut. Wo habe ich denn meine kleine Zange? Verdammt. Ich habe aufgeräumt auf meinem Tisch und jetzt finde ich natürlich nichts mehr. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Na, wieso geht das nicht raus? Also manchmal, Leute, manchmal ist tatsächlich die Nadel da drin festgeklebt, unfassbar. Okay, das kann ich als erstes schon mal gleich aufkleben hier. Hallo? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ja, das war natürlich nicht geplant so. Okay. Verstehe. Ja, gut, ich schubse das mal runter aus Papier. Gott sei Dank ist das nicht auf meine Paper Dolls gekommen. Dann muss ich das jetzt einfach mal mit dem Finger auftragen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ist ja alles nicht schlimm. So, okay. Dann schieben wir die ein bisschen weg und die auch. Weil ich muss jetzt erstmal. Ich muss diese Sachen runterschieben, sodass ich noch weiß, hinterher noch weiß, wie die zusammen waren. So ungefähr wenigstens. Aber wieso ist das denn jetzt verstopft? Ich verstehe das gar nicht. Das habe ich doch extra mit der Nadel durchgestochen, Mensch. Das ist ja vielleicht gemein. Und jetzt habe ich auch. Ach Gott, da habe ich einen Draht. Ich weiß noch nicht, ob es geht. Ob ich den durchpicken kann, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber ich würde schon gerne. Nee, das geht nicht. Der ist nicht stabil genug. Was ist denn da los? Hä?
echt nicht, was da los ist. Ich bräuchte jetzt eigentlich eine stabile, dünne Nadel. Oh, ich glaube, jetzt habe ich es freigekriegt. Jetzt habe ich es, glaube ich, freigekriegt. Ich brauche schnell was zum Wegwischen. Moment. Mach das jetzt mal weg. Naja, shit happens. Gut, wir versuchen jetzt mal weiter unser Glück. Ich hoffe, dass das jetzt wieder funktioniert hier. Ah ja, na bitte. Jetzt geht's wieder. So. Wir kleben das auf. Dann kleben wir das auch auf. So. Dann haben wir das hier. Das ist so eine Art Kragen. Sieht jetzt aus wie ein Kragen. Dann kommt der Tintenfisch, das ist jetzt unser Kopf mit Haaren. Die Katzenaugen sind die Augen, klar, was sonst? Logisch. Oh, die Katze hat das weggeschleckert, was ich ihr gegeben habe. Das ist sehr schön. So, dann haben wir den Pinsel. Der ist auf einer Seite der Arm. Also hier ist das der Arm. So, muss man natürlich so hinkleben, dass das auch funktioniert. Dann haben wir noch diesen Arm. Den kleben wir mal so ein bisschen schräg und dann, der hält ja eine Kaffeetasse oder eine Teetasse, wie auch immer. Eins von beiden. So, zack. Gut, fertig ist die erste Paper Doll. Also ich finde, das ist schon mal ein ganz nettes Ergebnis eigentlich. Du es zur Seite, kommt die zweite, nehmen wir die da. So, okay. Da müssen wir jetzt auch wieder alles runterschieben, möglichst. So, dass wir uns noch merken können, was wir da hinkleben. Füße zuerst. Füße kleben wir immer zuerst. Eigentlich sollte dieses Filmchen hier heute nicht so ausarten. Sorry, Leute. Ihr könnt natürlich auch immer gerne vorher ausschalten, bevor ich hier anfange, irgendwie Blödsinn zu machen. Und auf dem Bauch das Auge, diese Paper Doll hat ein drittes Auge, ja, ganz was Besonderes. Dann haben wir die Flügel. Ich weiß jetzt nicht, warum die wirklich sind, aber ich klebe einfach so, wie ich denke. Das ist ja auch vollkommen egal. Die habe ich auf einem etwas dickeren Papier ausgedruckt, übrigens die Paper Dolls, weil so lässt es sich doch leichter damit arbeiten als auf dem ganz dünnen Kopierpapier. Ich glaube, das ist ein 130 Gramm Papier, meine ich. Aber darauf schwören würde ich jetzt nicht. So. Gut, dann haben wir noch das. Und den Hut obendrauf. So, das zweite Püppchen ist auch fertig. Ach. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht geworden. So, und dann noch das letzte. Schieben wir wieder runter. Oh, das ist widerspenstig. So, da muss ich aber hier was wegmachen, weil diesen Rock braucht dieses Püppchen nicht. Das reiße ich einfach ab. So, dann kleben wir wieder. Kleben wir fröhlich vor uns hin. So, dann brauchen wir jetzt das Musikinstrument hier. Ja. Vor gefühlten 1000 Jahren habe ich mir mal diese Quetschflaschen in Amerika bestellt. Die sind immer noch total genial. Wenn sie nicht gerade verkleben, die Tüllen, sind die wirklich super genial. Weil da kommt dann so feiner Strich vom Klebstoff raus, dass man wirklich sehr, sehr fein damit kleben kann. Das macht echt Spaß, damit zu arbeiten.
Aber wie gesagt, man braucht eigentlich eine passende Nadel, damit das luftdicht verschlossen wird. Und die hatte ich jetzt nicht. Das ist so eine größere Stecknadel, passt da genau rein. Und diese ganz kleine, die ich jetzt drin hatte, die reicht leider nicht, um das zu verschließen. Deswegen ist es so zugeklebt seit, ja, gestern. Nein, nicht gestern. Gestern habe ich, glaube ich, gar nichts machen können hier, weil es... Ja, gestern habe ich gar nichts machen können. So. Okay. Nur noch diese Orange auf dem Kopf. Das kleine Farbklecks und um das vom Instrument zu verbergen. So. Was meint ihr? Ha? Wie schaut's aus? Also, ich finde, wir haben hier nochmal ein ganz gutes Ergebnis erreicht heute. Ich weiß nicht, wofür ich diese Giant Tags verwenden werde, aber ich zeige sie euch alle nochmal ein bisschen näher. Schaut mal. Schaut eigentlich schon ganz gut aus, oder? Könnte man jetzt auch noch mit Farbe ein bisschen arbeiten, ein bisschen Distressen am Rand. Man kann noch Glitzer, Glimmer oder sonst was aufbringen. Mache ich vielleicht sogar noch. Oder ein paar Glitzersteine, Sticker, was auch immer. Und das ist der letzte gewesen. Ich finde es voll genial mit diesen Paper Dolls. Also ich kann euch nur empfehlen, kauft euch das Set von der Luise, schneidet sie alle aus und spielt. Spielt, spielt, spielt. So, das war's von mir für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Alles Liebe, alles Gute. Abonniert meinen Kanal. Gebt mir bitte ein Like, das hilft mir weiter. Schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Basteln. Habt eine gute Zeit und bleibt alle bitte gesund. Tschüss.